einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Colonel Knight Stadion. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut zu Hause. Ich gucke mal gerade nach dem Regler. So müsste es passen. Mein Name ist Marius Franke von Hitradio FFH und heute Abend, Dienstagabend, 19.30 Uhr. Es ist richtig kalt im Colonel Knight Stadion hier in der schönen Wetterau. Eishockeyzeit. Der Ravensburg Tower Stars, die beginnen heute mit ihrer Top-Formation, die auch noch nicht so wirklich top ist. Brian Roloff, der das erste Anspiel verliert. Nick Denin aus dem Netz. Na gut, vors Tor gezogen. Dann ist es ganz clever gemacht von Kapzahn, der sich die Scheibe da selbst mit der Hand angelt. Rajala, 2 auf 1, Rajala und Langmann. Erste dicke Gelegenheit für die Teufel. Und starker Save auch von Jonas Langmann. Gut gearbeitet im Slot. Und sofort der Konter über Meisinger und ab. Gut gearbeitet von Hofland. Scheibe zum Tor und da ist sie drin und das ist klasse abgefälscht, das Ding. Von Vitali ab mit all seiner Routine, Kelle hin und dann ab ins lange Eck mit der Scheibe. 1-0, achte Spielminute, der Audi trifft. Stark gemacht, der Schlenzer von der Blauen. Und dann hält ab, einfach nur die Kelle hin und der geht perfekt ins lange Eck. Da hat Jonas Langmann auch keine Gelegenheit, noch mit dem Schoner hinzukommen. Hier wird Diego Hofland als offizieller Torschütze durchgegeben. Ich hatte aber Vitali abgesehen. Ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, dass es in dem Fall ab war. In der Drittelpause werde ich die Kollegen nochmal fragen, die es besser sehen konnten. Nächste Gelegenheit und nächste richtig gute Gelegenheit und da ist das 2-0. Reingearbeitet, mit ein bisschen Glück kommt da die Scheibe vors Tor und bleibt da liegen. Und dann ist es der unbändige Wille, mit dem in dem Fall Tom Pauker die Scheibe über die Linie drückt. Und ich meine, das ist das erste Saisontor von Pauker, so ist es. Der Mann aus der vierten Reihe und das ist der Doppelschlag für den EC Bad Nauheim. Ravensburg aktuell von der Rolle. Nächster einfache Scheibenverlust hinter dem eigenen Tor von Keller. Nächste Gelegenheit, 3-0 Pauli! Und jetzt steht das Stadion hier Kopf. Was sind das für einfache Scheibenverluste? Und Toni Grinner, der Trainer der Ravensburg Tower Stars, der wird innerlich kochen. Keller verliert die Scheibe hinter dem eigenen Kasten. Scheibe vors Tor und Pauli mit dem 3-0. Und das ist das dritte Tor innerhalb von 60 Sekunden. Waffengut. Slavetinski. Gut, Scheibe abgefälscht. Wieder Cacciola. Nächste Schusschance und Tousignan steht hinten. Genau richtig. 1-3, 11. Spielminute. Da bekommen sie die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel, verlieren auch zu viele Bullies und es hatte, auch dieses Tor hatte sich hier ein bisschen angedeutet. 2-3 Gelegenheiten von Cacciola und am Ende steht Mathieu Tousignan perfekt vor dem Kasten. Pfaffen gut, Scheibe tief und wieder Cacciola und Tousignan. Nächste Gelegenheit, Tor! 2-3, Pfaffen gut, Tousignan mit dem Pass und Pfaffengut ist da und plötzlich haben wir wieder ein offenes Spiel. 12. Minute, 3-2. Nächste Schussgelegenheit
Fast kriegt er seinen nackten Abpraller da. Dominik Lascheid. Noch viel Platz dafür. Aller noch viel Platz. Und Langmann wehrt die Scheibe über seinen Kasten ab. Gerade so. Und beide Teams haben sich jetzt dann wieder ein bisschen besonnen, auch die eigene Defensive zu stärken und eventuell dann doch mal hinten das Haus ein bisschen dichter zu halten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was bei diesen 3:2 bleibt. Caciola und Remmel. Klasse Tat. Es ist für Caciola bereits die vierte gute Gelegenheit. Damit rein in die zweite, beziehungsweise ins zweite Drittel. So ist richtig. Ravensburg jetzt in Weiß von rechts nach links. Seren Sturm, erst ein Saisontor für die Ravensburg Tower Stars. Der hat ja sehr, sehr viel Offensivpotenzial, hat man in der letzten Saison bei den Kassel Huskies gesehen. Aber wie gesagt, die komplette Mannschaft ist noch nicht wirklich heiß gelaufen in dieser Saison. Rajala, völlig frei, Rajala und Langmann. Gut gespielt, in der Mitte war wieder Caciola, kommt nicht ran. Und mal Kapzahn und Tor. Durch Freund und Feind. Und Fabio Caciola sagt, ich war doch noch dran. Hören wir, was offiziell durchgesagt wird. Wer der Torschütze ist. Der Schuss kam in jedem Fall von Kapzahn. Und in der 24. Minute gleichen die Gäste aus. Gut gemacht von Alanov. Könnten 2 auf 1 werden. Wird ein 2 auf 1. Alanov und Christian. Alanov, Langmann. Und die Bad Nauheimer, sie jubeln einfach mal auf Verdacht. Und sind sich da scheinbar ziemlich sicher, dass das ein Treffer ist. Entsprechend warten wir einfach mal die Entscheidung des Unparteiischen ab. Und gehen mal davon aus, dass er das per Video dann richtig sehen kann. Kein Tor. Dass eben Mathieu Toussignor gerne schnell zu Boden geht und dann kann er natürlich entsprechend oder sollte er entsprechend darauf reagieren. In dem Fall nicht gut. Ravensburg mit dem zweitschwächsten Powerplay der Liga. Aber die individuelle Klasse ist unbestritten, wie sie da auf dem Eis haben. Und das ist gut gespielt von Pfosten und dann Remmel. Riesendose für den Nauheimer. Fast das Eigentor. Nochmal Zach O'Brien, findet ihn aber nicht. Nächster Schuss. Doch relativ deutlich vorbei von Sören Sturm. Aber ein gutes Powerplay der Gäste. Wieder Sturm, hat viel Platz. Sturm und da ist es. Oh, was ein satter Hammer. Und ich hatte es angesprochen, er ist ein Saisontor. Jetzt stellt er auf 2 und bringt die Führung in der 28. Minute. 4:3 für Ravensburg. Satter Schlagschuss von Sören Sturm. An einem Dienstagabend aus Ravensburg hier nach Bad Nauheim zu fahren. Respekt. Die dürfen sich Fans nennen. Rajala. Gut gespielt. Christian und Langmann. Richtig gute Gelegenheit für Radek Christian. Und stark gespielt wieder von Justo Rajala. Toussignor. Roloff. Da ist wieder Sturm. Diesmal stehen sie besser bei ihm. Und die Chance und das Tor. Oder? Oder? Der Unparteiische breitet die Arme aus. Hieße kein Tor. War die Scheibe mit dem Schoner von Remö hinter der Linie oder war sie nicht hinter der Linie? Eines ist klar, sie gehen wieder zum Videobeweis. Und er gibt das Tor. Also, wieder Powerplay-Tor Ravensburg. 5:3. Götz Langmann lässt wieder prallen, so einen einfachen Schuss und bringt nochmal die Riesenchance und jetzt pfeift der Unparteiische ab und die Scheibe liegt wirklich komplett frei und auch für ihn zu sehen, dass sie frei liegt. Also das kann ich nicht verstehen. Bei aller Liebe, dort abzupfeifen, finde ich, ist eine Frechheit. Hier den Videobeweis zu bemühen, wie ein Fan hier das ganz gerne hätte. Ist ja doch ein bisschen überflüssig. Und dann schauen wir mal auf die Reaktion des EC Bad Nauheim. Rajala. Da ist Christian. Und Abpraller wieder von Langmann und die Riesenchance für Eugen Alanov. Am Tor vorbei.
Aber der Druck ist schon wieder da. Das Powerplay ist wirklich stark heute. Toussignan. Gut gespielt, klasse gespielt und überragender Save von Mikko Remmel gegen Zach O'Brien. Was eine Tat. Gut aufgepasst von Raiala. Das macht er richtig gut als Defender. Oh, da müssen die die Scheibe rausbringen. Wieder Raiala, bringt sie auch nicht raus. Die Riesengelegenheit. Und dann bedanken sie sich, die Gäste. Zach O'Brien macht sein zweites Tor am heutigen Abend und sorgt für mal mindestens die Vorentscheidung. Gut 9 Minuten vor Schluss, 6:3, weil die Bad Nauheimer zweimal die Chance haben, den Puck aus dem eigenen Drittel zu bekommen. Zuletzt dann noch Raiala. Schaffen sie nicht. Und Zach O'Brien bedankt sich dafür. Und so gewinnen sie diese Partie. Sicher am Ende verdient. Vielleicht ein Tick zu hoch mit 6:3. Und dann bin ich auch gespannt gleich auf das Statement. Also dranbleiben. Gleich gibt es das Statement dann von beiden Trainern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend. Schöne Grüße natürlich auch nach Ravensburg. Glückwunsch zum Sieg, zum Auswärtsdreier. Also 2 Siege in Folge. Wir haben jetzt erstmal Pause. Denken Sie dran, schönen Dienstagabend. Aber bald ist ja dann auch wieder Wochenende. Auch wenn am nächsten Wochenende dann kein Eishockey ist, beziehungsweise kein DEL2. Bisschen Deutschland gucken und danach geht's ja dann auch wieder weiter. Ciao, tschüss, machen Sie es gut. Noch eine schöne Restwoche. Bis dahin.